Hallo und herzlich willkommen zu The Witch. Ja, heute sind wir endlich hier. Ich dachte mir, ich nehme mal eine kleine Runde The Witch auf. Wahrscheinlich werden sie wieder so 40 Minuten werden. Habe ich ja schon mal angedeutet, dass ich bei The Witcher einfach längere Folgen mache, weil sie einfach sowieso nur sonntags kommen und wenn ich da am Sonntag immer eine 5-Minuten-Folge raushau, naja, dann wird das Let's Player nie fertig. Wir sind gerade mal am Anfang. Also ich habe letztens eine Stunde 15 Minuten gespielt, das ist auch eine einzige Folge. Und wir haben nicht mal das Tutorial. Naja, ich würde sagen, das Tutorial haben wir geschafft, aber jetzt sind wir natürlich hier. So kurz als Einstieg für alle, die vielleicht neu zugeschaltet haben. In der letzten Folge haben wir natürlich Geralt einmal kennengelernt, wie er sein Gedächtnis verlor und warum. Und jetzt sind wir in der Festung Kaer Morhen. Dort wurden wir nämlich also von Wachen hergeschleppt, weil sie uns gefunden haben. Und die Festung wurde während unseres Trainings, oder besser gesagt, während wir uns erinnert haben, angegriffen von einem gewissen Professor und einem feindlichen Hexer. Und die haben die Rezepte und Mutagene, also die Rezepte für Mutagene und die Mutagene selbst, die hier lagen, gestohlen. Und eine Freundin von uns, die Triss, die ist schwer verwundet, für die müssen wir, soweit ich das noch in Erinnerung habe, irgendwo kann man ins Inventar gucken, Tagebuch. Ja, müssen wir einen Heiltrank finden. Und ein zweiter Freund von uns, der wurde leider getötet. Ja, der wurde getötet und ja, wir sind jetzt mal so geskillt. Ich weiß nicht, ob das so brauchbar ist oder sonst irgendwie Sinn macht. Aber wir werden noch mal kurz mit Vesemir reden, wenn wir das können. Dafür werden sie büßen. Auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich sagen, latschen wir nach oben. Hier geht's nach oben. Und Hier ging es zu den Steinen. Na, da muss ich sowieso nicht hin. Oh, Fledermäuse. Die zeigen einen den Ausgang anscheinend. Finde ich ganz cool. Auf zum Erdgeschoss. Was uns hier erwartet. Gibt ja einiges zu tun hier. Soll ja angeblich sehr, sehr viele Stunden. 40 Stunden, wenn nicht mehr sein. Wir werden sicher mehr brauchen. So mit Alt. Vielleicht können wir jetzt mal in die Küche. Lambert, hallo. Oh. Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Ah ja, okay. So, wo kann ich das Calcium Equum nochmal? Wo war das Calcium Equum nochmal? Im Abendsaal, in einer Truhe. Ah ja. Und bekomme ich Alkohol? Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Okay. Ich muss dir was erzählen. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Okay. Wir sehen uns später. Ja, ich habe das irgendwie... Ich habe mal 3-4 Mal angefangen, ein Dragon Age Let's Play zu machen. Und da habe ich das mit dem Lesen einfach von Dialogen einfach immer so mitgemacht. Bei Origins kann man ja auch mitlesen und ja. So, Grundlage der Alchemie. Bereite Tränke während der Meditation zu. Sammelt zunächst die erforderlichen Zutaten. Ja, Quest aktualisiert, ein Trank für Triss. Ich soll ein Mineral und etwas Alkohol zu Lambert bringen und die Banditen töten, die übrig blieben. So, wo ist Triss? Triss liegt hier, sehe ich. Hier sehe ich schon den Rotschopf. Hier noch was? Nee. Hallo, Triss. Ah, die hat immer noch die gleiche Schmerzen wie das letzte Mal. Schmerzen in Anführungszeichen natürlich. Salamander-Bandit. Schleichen wäre ganz cool. Wie kann man
Dinge schneller irgendwie rüber transferieren, außer da unten immer drauf zu drücken. Außer so rüberziehen, das ist jetzt nicht das Wahre. So, ich kann dich hier rein, das freut mich. So, ich nehme etwas. Doppelkicken, da stand's ja. Na, ich bin ja toll. Traumhaft, würde ich sagen. Da ist geil, kann man das alles mitnehmen. Meistens. Jetzt kann man hier. Fisch. Ausgenommener Fisch und einen Feuerstein. Jetzt glaube ich wahrscheinlich nicht. Na, komm her. Ich hoffe, ich habe das Kämpfen nicht verlernt. Oh. Stimmt, wir haben es. Wir haben es ja geskillt. Das Kämpfen haben wir ein bisschen geskillt. Das heißt, so, man kann die Überreste. Ah, jetzt verstehe ich, wieso ich beim Probespielen das nicht konnte. Weil der liebe Geralt, weil das nur außerhalb des Kampfes geht. Ein bisschen Lambert, okay. Es geht anscheinend wirklich nur außerhalb des Kampfes. Also die Frage ist, kann ich hier runter? Kann Geralt schwimmen? Nee. Der kann nicht schwimmen. Schade, aber wenn man bis zu den Knien im Wasser ist, dann läuft man ja langsamer. Geralt anscheinend nicht. Aber er ist ja auch ein Hexer, kann ich verstehen, dass der nicht so schnell, also dass der nicht so langsam, dass der dann nicht an sowas gebunden ist. Obere Stocke. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Ja, so, hier, nimm. An die, für das das. Nimm das. Oh. So, hier, nimm. Ja, Bandit. Oh, Wahnsinn. Also, der Move ist echt cool, finde ich. Da müssen wir da auch unbedingt nachlegen. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurdet. Oh. Aua. So, einen Trank für Triss. Schwebende Meldungen. Tipp: Schwebende Meldungen wie zu schnell oder zu langsam könnt ihr in den Spieloptionen ausschalten. Ich habe alle Banditen getötet. Okay. Ja, das mal erledigt. Gut, und die Theorie, dass Geralt nichts nehmen kann, während im Kampf ist, ist Schwachsinn. Der ist halb unsichtbar. Oh. Oh. Sein Körper liegt hier. Das ist strange. Aber okay. Alles natürlich schön mitnehmen. Ja. Treppe zu Triss Zimmer. Da ist auch ein Zimmer. Hier kommen wir ins Erdgeschoss. So, alle Banditen sind erledigt. Hier ist eine Kiste. Gänseschmalz und ein unbekannter Trank. Okay. Unbekannte Tränke wird man wahrscheinlich trinken müssen, um ihre Wirkung zu erfahren. Ich weiß nicht, ich kenne mich hier nicht aus, also. So, hier ist ein Fass. Hier ist eine Wand oben. Das sieht mir nach der Waffenkammer. Nee, das ist eher nicht so die Waffenkammer. Hier ist eine Kommode. Tafelwasser, das nehme ich mal gerne mit. Alter, ich sehe schon, Erkundungsdrang bahnt sich an. So. Nehmen das auch mit. Ein bisschen Bier. Ich guck mich mal in Triss Zimmer um, ne? Schränkchen. Bisschen Tafelwasser. Was haben wir hier? Brot. Ziegenmilch und Hammelbein. Lecker. Ein Malmstein erhöht zugefügten Schaden um 20%. Kann man anscheinend die Waffen ein bisschen ausrüsten. Alter, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel mitnehme. Ah, okay. Triss Zimmer ist anscheinend direkt über dem Labor. Ja.
kommt man trotzdem nur von hier hin. So, hier waren wir schon. Ich muss mich merken, wo wir schon waren, überall. Was ist hier? Ist hier gar nicht? Doch, ein Fass. Enttäuscht mich natürlich nicht. Ist hier schon. Ist hier auch irgendwas? Außer das Ding habe ich eh schon gesehen. Hier, aber... Hammelbein, okay. Hier kann ich nicht lang. Schade. Ein Schwert wäre angesagt. Ich meine, immerhin sind wir, naja, wir sind ein Meister. Da unten müsste Trist liegen. Anscheinend geht das Spiel nicht ganz so weit, dass man da runter sieht. Naja, kann man nicht machen. Was haben wir hier alles? Hier ist anscheinend... Das ist die Waffenkammer? Naja. Nee, die Waffenkammer ist das nicht. Das muss was anderes sein. Schwalbe. Calcium Equum. Okay. Ich habe das mit drei gefunden. Alles transferieren. Ein Trank für Triss. Der Furchtbringer. Dieses Buch handelt von Furchtbringer. Rechte Maus drücken, um es zu lesen. Der Furchtbringer. Eine Sammlung von Informationen über ein außergewöhnliches, seltenes Ungeheuer, den Furchtbringer. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Bestiariums-Eintrag hinzu. Okay. Wollen wir uns das jetzt angucken? Ja. Hier aber nicht. Wo ist denn das? Ungeheuer, schätze ich mal. Der Furchtbringer. Vorkommen. Furchtbringer sind sehr selten. Sie entstehen als Folge magischer Experimente. Um einen Furchtbringer zu erschaffen, muss ein Magier Grundwissen über Mutation und große Macht besitzen. Immunität. Furchtbringer sind gegen fast alle Effekte immun. Anfälligkeit. Empfindlich gegen Stahl und Silber. Sehr empfindlich gegen laute Geräusche mit hohen Frequenzen. Das ist sicher etwas, was wir auf jeden Fall wissen müssen, weil wir wahrscheinlich hundertprozentig mal gegen Furchtbringer kämpfen. Taktik. Im Kampf lassen sich Furchtbringer auf ihre Größe und Stärke. Sie versuchen, ihre Gegner niederzuschlagen und ihnen dann einen tödlichen Hieb zu versetzen. Ja, sind ja ein paar. Sind ja aus wie Teufelsanbeterinnen. Von dem her. Wie heißen die Viecher? Nicht Teufelsanbeter. Gottesanbeterinnen. So. Passt schon. Mit Gott und Teufel passt das schon. Ja. Alchemie. Nein, Taktik. Alchemie, Furchtbringer, Auge und Klauen. Der erste Hexenmeister, der einen Furchtbringer erschuf, war der berüchtigte Renegat Dagobert. Ah ja, ich verstehe, Sulla. Ein fleißiger Student der sirikanischen Meister der Alchemie und Aufseher, der in Kaer Morhen durchgeführten Prüfungen der Gräser. Als Sulla erkannte, was für ein Scheusal er in die Welt gesetzt hatte, soll er gerufen haben, was habe ich getan? Er vernichtete das Ungeheuer, seine Aufzüge hingegen blieben erhalten. Ja, warum nicht? Vielleicht braucht man doch mal sowas. Dann nimmt man das einfach. Also dann behält man sich einfach die Aufzeichnungen und kann man sich sowas wieder schaffen. Ich weiß ja nicht, was die unter Waffenkammer verstehen, aber... Eine Axt? Schaden. 5 bis 15 Chance auf kritisches... Denn diese Waffe kann nicht in Kombination mit Kampfstil des Hexers verwendet werden. Ich nehme sie einfach mal mit. Man weiß ja nie. Keine Ahnung, vielleicht gucken wir die Axt mal. Aber Waffenkammer. Ich weiß ja nicht, was. Also, ich sag's nochmal, aber ich weiß nicht, was die unter Waffenkammer verstehen, weil. Er sagt ja, das Ding ist voller Waffen. Natürlich. Sieht man auf den ersten Blick. So, weiße Möwe. Ich habe den Alkohol gefunden, ich habe alle Aufgaben vollendet, die Lampe hat mir aufgetragen. Ich sollte mit ihm reden. Bekannter Trank. Was haben wir hier? Ein Buch. Ein Anti-Hexer-Pamphlet. Beschreibt, wie gewöhnliche Leute Hexer sehen und berichtet von der Zerstörung von Kaer Morhen. Zack. Monstrum oder wahrhaftige Beschreibung der Hexer-Anonys. Wahrlich nichts Abstoßenderes existiert, denn diese widernatürlichen Ungeheuer, die man da Hexer nennt, sind sie doch die Ausgeburten übler Zauberei und Hexerei.
Schurken ohne Gewissen sind sie ausnahmslos. Tugend und Skrupel sind ihnen fremd. Oh, das ist lang. Sie sind wahre Kreaturen der Hölle, die nur Mord und Totschlag kennen. Unter anständigen und ehrlichen Leuten ist kein Platz für ihresgleichen. Und dieses Kermorhen, wo die Bösen hausen, üble Rituale ausüben, muss vom Antlitz der Erde getilgt werden, woraufhin sämtliche Spuren ihrer teuflischen Präsenz mit Salz und Salpeter zu reinigen sind. Um das Werk zu vollenden, dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Glossareintrag hinzu. Komm, wir werden heute ein bisschen lesen, ne? Aufgrund Hexer, aufgrund ihrer Andersartigkeit, ihrer ungewöhnlichen Fähigkeiten und magischen Fertigkeiten werden Hexen als Ausgestoßene behandelt. Manchmal begegnet man ihnen gar mit Hass. Dieser Hass manifestiert sich famen Angriff auf Kaer Morhen. Das Wort verstehe ich nicht. Der zur Zerstörung der Festung führte zum Tod einer Mehrzahl der Hexer. Die Überlebenden sind zum Aussterben verurteilt, da sie keine Nachfolger mehr ausbilden. Die Menschen brauchen Hexer, fürchten sie jedoch zugleich. Die umherziehenden Krieger wecken Angst, da sie Mutanten sind. Ja, Mutanten sind und übermenschliche Kräfte besitzen. Ein Hexer ist selten ein gern gesehener Gast. Kontakte mit Angehörigen dieses Berufszweiges beschränken sich stets auf das Geschäftliche. Bei Pogromen und Aufständen gegen alle, die Magie ausüben, werden Hexer stets zuerst angegriffen. Natürlich, warum nicht? Haben wir schon gelesen, glaube ich. Medizin. Seit Jahrhunderten suchen Krankheiten die Menschen heim. Doch als Jan Becker die Macht seinem Willen unterwarf, erlangten die Menschen eine mächtige Waffe im Kampf gegen Krankheiten. Magier studieren Bakterien und Viren, die Verbreitung von Erregern und Genetik. Ihre Forschungen werden von Medizinern aufgegriffen, die Krankenhäuser richten und immer wirksamer Medikamente herstellen. Außerdem gibt es magische Tränke, die Wunden und innere Verletzungen heilen können. Viele Anwender der Magie, darunter Martiso de Green oder Visenna, sind Heiler geworden, ziehen durch die Welt und setzen ihre Magie zum Wohle anderer ein. Sorry, wenn ich ein paar Namen falsch ausspreche, wie das hier zum Beispiel oder sonst irgendetwas. Ich will jetzt wirklich nicht alles vorlesen, ja, weil, ganz ehrlich, wenn ich das hier alles vorlese, dann... Außerdem kann ich mich erinnern, dass wir Wesen schon gelesen haben. Aber ich würde einfach sagen, wir gehen es einfach mal runter. Die Axt hängt hier so lässig, ja, warum nicht? Ich würde sagen, wir gehen es mal runter, weil wir haben schon... Naja, erst 18 Minuten, das geht ja noch. Einmal zu früh fast abgebogen. Wenn ich mich so seitlich drehe, dann geht aber langsamer der Geralt. Ja, ja. Ah nein, ich vergesse, da kann nicht springen, sondern... Unterbrechen. Oh nein, es leckt! Sorry. Ich höre schon auf. So. Ey, Lambert, ich hab den Trank fertig. Hey, Vesemir, was ist los? Ah, das war ein harter Kampf. Jo. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten, aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Oh, danke. Das finde ich sehr, sehr nett. Was können wir da... So. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Aha, und wer sitzt da jetzt hinter dir? Kenn ich gar nicht. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren.
Er wird schon so einen Grund haben, warum. So, darf ich euch... Ach so, mit dem kann ich... Bei dem kann ich... Nein. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Ah ja, darf ich Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ja. Ihr hattet erwähnt, dass Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt? Dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfungen vor. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf dem Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Fort gewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Mach deinen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst Hunderte. Prägt es euch ein, als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Haben wir vorher gerade gelesen, dass die Menschen die Hexer hassen? Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ja. Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein. Aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen. Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Das hoffe ich natürlich nicht. So, wir unterhalten uns später. Dass er das extra sagen muss. Ach du Scheiße, wir haben schon wieder einen Haufen bekommen. Neuer Eintrag, sie erhalten Hexenstahlschwert. Bei den Talsvolken können weiter entgegen. Was? Hä? Wie kann mein. Tja. Hier kann nur ein Silberschwert rein. Naja, gut, okay. Ui. Ich hätte ein Buch, ne? Ich kann das mal lesen. Aber das haben wir schon, ne? Das verschwindet noch nicht. Okay, die Bücher verschwinden nicht. Das ist jetzt blöd. Ich hätte verschwinden. Okay. Ah, natürlich, ich will den Stapel unbedingt teilen. Was habe ich jetzt hier oben? Schwalbe. Tafelwasser, Tafelwasser. So steckt sich das nicht. Was? 7 Stack oder was? In Rivien gebrautes Kirschbier. Nimm das Schwert! Anscheinend können wir kein Schwert nehmen. Naja, das soll man auch machen. Hey, Vesemir! Ja? Wir unterhalten uns. Wir haben zumindest mal... Warte mal, wir haben ja eine Rüstung bekommen. Na gut, wir hatten vorher nichts anderes. Erlittener Schaden. Ja, zahlt sich zumindest praktisch. Eine Ratte. Eskel, du bist das. Wie geht's? Braucht ihr etwas, Wolf? Ich habe einige Fragen. Was gibt's? Kann ich mit dir was verkaufen? Naja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal von... von oben nach unten an, weil ganz unten steht natürlich, wir unterhalten uns später. Was kann ich als Grundzutat für meinen Trank benutzen? Alkohol. Je besser er ist, desto reiner und mächtiger wird euer Trank.
Macht Sinn, ja. Alkohol, weiß ich nicht, destilliert bis 80% ist natürlich besser als ein anderer Alkohol normalerweise. Keine Ahnung. Kenne mich mit Alkohol nicht so aus, muss ich zugeben. Ihr scheint euch hier zu Hause zu fühlen. Nun, ich habe die Waffenkammer stets dem Alchemielabor vorgezogen. Wesemir ist keineswegs ein Experte, auch wenn er die Bedeutung von Tränken andauernd betont. Im Grunde hat er immer Schwertkampf unterrichtet. Trotzdem versucht er, uns alles beizubringen, was er in seiner Jugend gelernt hat. Und das liegt schon einige Zeit zurück. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viel übrig für all die Pülverchen, Pilze und den ganzen anderen Kram. Ist aber auch wichtig, ist auch wichtig. So, hätte uns Triss nicht mit Leos Mutation helfen können? Vielleicht, aber es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben ihr das Labor nie gezeigt und die letzte Mutation wurde vor Jahren abgeschlossen, noch vor der Schlacht. Wesemir kann euch mehr darüber erzählen. Glaubt ihr wirklich, dass Triss nie ihre Magie eingesetzt hat, um einen Blick hineinzuwerfen? Sie achtet unsere Geheimnisse. Und sie hat viel für uns, für euch, getan. Ich vertraue ihr. Warum habt ihr ihr dann das Labor nicht gezeigt? Triss würde unsere Geheimnisse bestimmt gern nutzen, um Leute zu heilen und so. Ich bin mir sicher, dass sie es versuchen würde. Aber so einfach ist das nie. Habt ihr jemals von dem Gnom Alfred Nabel gehört? Eskel, ich habe eine Amnesie. Wie die meisten seiner Rasse war er ein überragender Erfinder. Nach Jahren der Forschung entdeckte er eine erstaunliche Substanz. Er wollte sie in Minen und Steinbrüchen einsetzen. Obwohl er ein Genie war, hat er übersehen, dass es noch andere Verwendungsmöglichkeiten für seine Erfindung geben könnte. Andere erkannten schnell, dass eine Substanz, die fähig war, der Erde Granit zu entreißen, auch Burgmauern vernichten könnte. Manche dachten sogar darüber nach, sie direkt in der Schlacht einzusetzen. Ich verstehe. Was geschah also mit Alfreds Entdeckung? Magier haben verhindert, dass sie verbreitet wurde. Alfred beging Selbstmord und sein Labor brannte nieder. Ah ja. Das ist jetzt immer noch blau. Ich mach mal das. Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Es gibt drei Stufen. Die erste ist die Wahl. Leo hat sie gemeistert und das harte Trainings- und Ernährungsprogramm durchgehalten. Ich vermute, da steckt mehr dahinter als die übliche Salat- und Karottendiät. Spezielle Pilze, Moose und Kräuter werden im Labor gezüchtet. In Verbindung mit dem Training beschleunigen sie das Muskelwachstum und die Verdauung, wodurch die allgemeine Konstitution des Körpers verbessert wird. Meistert jeder das erste Stadium? Leider nicht. Oft versagen Leber und Herz. Manchmal leidet auch der Verstand, was zu übermäßiger Aggressivität führt. Klingt sehr interessant. Gut, dass ich das schon hinter mir habe. Und das zweite Stadium? Die Prüfung der Gräser. Über sie kursieren mehr idiotische Märchen als über Prinzessinnen und Zwerge. Vor dem Überfall befanden sich in dem Labor Fiolen, Öfen, Formeln, Kräuter und die Gräser. Alles, was fehlte, war ein Magier mit seiner Zauberkraft. Wart ihr je Zeuge einer Prüfung? Nur eine, unserer eigenen. Ich dachte, ich würde verrückt, als euer Haar weiß wurde. Die Gräser beeinflussen das Nervensystem, weshalb der Vorgang mit Magie kontrolliert werden muss. Die Prüfung führt zu blitzschnellen Reflexen. Reaktionszeiten, die normale Menschen niemals erreichen. Nur 4 von 10 überleben. Ja, klingt nett, ne? Und wie schaut's mit dem dritten aus? Drastische Quote. Und das dritte Stadium? Darüber weiß ich nichts Genaues. Es beinhaltet Veränderungen wie die Mutation der Augen, des Knochenmarks, der Hormone. Aber dafür können wir im Dunkeln sehen, genesen viel schneller als normale Menschen und erlangen eine höhere Resistenz gegen Gifte. Interessant. Was ist der Preis dafür? Wir sind unfruchtbar. Sind die Veränderungen unumkehrbar? Ganz und gar. Das bedeutet, wir können keine Kinder kriegen. Na, das ist aber schade. Na gut, okay. Ja, wir bekommen sowieso keine Kinder. Wenn dann... So, habt ihr den magischen Sturm gesehen? Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Ja, ich war gerade auf der Jagd. Kurz bevor der Sturm aufzog, stieg ein Schwarm Nachtschwalben auf. Es waren Hunderte. Graue Schemen am Himmel, die wild kreischten.
Für gewöhnlich versammeln sich nicht so viele und ihre Rufe klingen selten so panisch. Als der Sturm begann, brach ich die Jagd ab und kehrte nach Kaer Morhen zurück. Unterwegs bin ich auf die anderen gestoßen. Okay, was? Wieso ist das nicht so? Hätte uns Triss nicht mit Leos Mutation helfen können? Vielleicht, aber es ist. Okay, ich werde mit Wesemir reden. Ich bin noch nicht fertig. Wie kann ich helfen? Erzählt mir mehr von der Es gibt leider nicht. Gar nicht, danke. Ich würde gerne einfach alles Blaue weghaben, damit ich immer weiß, mit wem ich schon geredet habe. Und mit wem nicht. Der geht's immer noch gleich wie vorher? Wesemir. Ja? Eskel hat mir irgendwas erzählt, aber anscheinend. Wir unterhalten uns später. Okay, ich habe im Prinzip ja schon mit ihm geredet. Quicksave! Boah, hier in dem Game fällt das auf. Bei Styx Mass of Shadow scheint das rechts oben ganz leicht auf. Was braucht ihr? Ich würde gerne ein paar Dinge verkaufen, aber ich glaube, hier kauft mir keiner was ab. Erledigt. Ich habe die Zutaten. Und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht zwei weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Was? Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Wesemir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Questerküche, ich muss mit Wesemir sprechen. Hey! Ja? Ja, ich bin schon wieder zum dritten Mal. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium-Ecoum habt ihr bereits. Jo. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Okay. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Okay, wird gemacht. So, das heißt, wir müssen rauslatschen. So, von ihm haben wir jetzt mal das Schildkraut bekommen. Und jetzt natürlich, ja, rausgehen und dass der Furchtbringer schon tot ist. Wahrscheinlich lebt er noch und wir müssen ihn jetzt fertig machen, aber ich glaub's ja nicht. Ich habe vorher gerade auf die Uhr geschaut, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde, also wahrscheinlich schon eine halbe Stunde gespielt. Und davon blinkt. Und das Lustige daran. Da ist der. Und das Lustige daran, wir haben bis jetzt nur geredet. Vielleicht ein paar Gegner getötet und sich ein bisschen in der Gegend umgeschaut. So, hier ist der Furchtbringer. Da drüben ist ein Fass. So, Ungeheuer häuten. Um alchemistische Komponenten zu extrahieren, Linksklick auf den Furchtbringer-Kadaver. Lest Bücher, um Informationen über Ungeheuer und alchemische Zutaten. Alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor ihr sie sammeln könnt. Das heißt, wenn ich nicht über das Tier lese, kann ich damit nichts machen. Macht Sinn. Furchtbringer-Auge. Zack. Danke. Ey, sieht aus wie eine Gottesanbeterin. Also, das könnt ihr sagen, was ihr wollt, ne? Eine riesige Gottesanbeterin. Na gut. Hier ist noch Fass, da will ich noch mal kurz reinschauen. Schade, dass man nicht alles mitnehmen kann. So wie in anderen Rollenspielen. Okay, das ist immer alles beschränkt, ich weiß. Ich habe gern Spiele, wo ich unendlich viel mitnehmen kann, weil ich einfach so ein Sammelfreudiger bin und einfach absolut nichts hergeben möchte. Was ich vielleicht später noch brauchen könnte. Natürlich habe ich auch nichts gegen Geld, was sich natürlich ein bisschen im Widerspruch befindet, ne? Weil, naja. Hä? Es. Ja? Ich habe alles. Ja. Was? Und wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Wo? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig.
Es ist gar nicht so schwer. Ich werde auf jeden Fall vorher nochmal speichern. Wo sind Lambert und Eskel? Oben. Lambert ist in der Bibliothek und Eskel bringt Triss in ihr Zimmer. Ah ja, ich habe alles. Ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Okay. Wir unterhalten uns später. So, ich kann mich hier noch nicht hinsetzen. Ich würde noch gerne vorher speichern. Ich habe immer so Angst beim Ladescreen. Inventar. Mahlstein, wenig Alkohol. Was? Diesen Ziel enthält die Formel eines Tranks, der mit dem Auge eines Fruchtbringers hergestellt wird. Dieser Trank gewährt ein Bronzetalent, wenn man ihn nimmt. Okay. Schön. Brauchen wir natürlich jetzt nicht. Fruchtbringerblick. Effekt nach dem Genuss fügt der Trank ein Bronzetalent hinzu, das zum Erwerb einer Ausbaustufe genutzt werden kann. Zubereitung. Dieser Trank wird hergestellt durch Vermischung eines Fruchtbringers mit Zutaten, die aus je einem Maß Vitriol, Pepris und Rebis bestehen. Hochwertiger und starker Alkohol muss als Grundstoff verwendet werden. Dauer des Effekts augenblicklich. Toxizität? Keine. So, Medizin für Triss. Dieser Trank ist für Triss bestimmt und hat keine anderen Verwendungsmöglichkeiten. Der Trank wird hergestellt durch Vermischung einer Fruchtbringerklaue mit Zutaten, die insgesamt aus je einem Maß Rebis und Vitriol bestehen. Spezialsubstanz, Rebis, Vitriol, der Heiltrank für Triss. Ölrezepte, nur Trankrezepte, alle Rezepte. Ah ja. Zutaten haben wir einige, die will ich jetzt ganz ehrlich, ich will die nicht durchlesen. So, gespeichert habe ich. Ich will mich gerne aus. Was? So, um einen Trank jetzt schon kickt die mit der linken Maus aus der auf die Viole. Okay. Wo ist die? Ah, da oben. So, Trankzubereitung. Wählt die Formel, die als Triss Heiltrank markiert ist und um automatisch Zutaten in Video zu geben. Linksklick dann auf Mischen, unten rechts auf dem Bildschirm. Linksklick, das ist sehr rollenspielmäßig. Linksklick das Stundenglas, um einen neuen Trank während der Meditation zu brauchen. Okay. Ich nehme mal das. Dann wäre schon mal alles drinnen. Ich glaube, dass es so richtig ist. Sollte richtig sein. Mischen. Ich sollte einen Trank zu Priss bringen, die sich in einem Raum. So, und jetzt? Ja, meditieren. Eine Stunde, würde ich sagen, reicht mir. Pfui! Okay, Pfui ist auch nicht wirklich. Grundspielmäßig. Naja. So, auf zu Triss. Wobei... Gibt's was? Ja? Ja, ich bin nervig. Wir unterhalten. Okay. Danke. Was wollte ich. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Puh. Naja, zum Glück haben wir eine neue Waffe. Da bin ich sehr froh drüber. Da bin ich echt. Was? Jetzt muss ich wieder hochklatschen. Bin ich echt sehr froh drüber. Ich sehe schon, ich habe schon mal gelesen, irgendwo in der Witcher 1 gibt es kein Pferd. Das heißt, wir müssen alles zu Fuß lassen. Gut, Geralt läuft sehr schnell. Das finde ich ganz praktisch. Ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Durch seine Mutagene, also durch seine Mutation, finde ich das auch. Hey, Eskel. Wie kann ich helfen? Könntest du mir was abkaufen? Wir unterhalten. Aber anscheinend will es nicht. Durch seine Mutation kann ich das, in gewisser Weise kann ich das verstehen. Was? Hier ist Triss. Okay, das ist anscheinend ihr Zimmer. Oh, nehme ich mit. Kann nichts verstauen.
Mann, das ist furchtbar. So, ich speichere mal. Und dann gebe ich Tristan Trank. Hey! Doppelklick auf den Heiltrank, um ihn Trist zu verabreichen. Tipp! Gewinnt das Wohlwollen an der Charakter, indem du ihr ihnen Geschenke macht. Okay. Ich habe was. Wie gebe ich ihr denn jetzt? Hä? Was? Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie, sterb mir bloß nicht weg, Marigold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? So, ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir dürfen keinen Satz für den Tschüss. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich. Ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Ist schon okay, da kannst du nichts dafür. Es ist nicht eure Schuld, ihr habt uns geholfen. Jeder macht Fehler, gehen wir zurück. Ich würde sagen, wir nehmen das Erste. Wir sind nett. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu vergeben. Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Oh, Geralt, es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutagene und entkamen. Armer Wesemir. Wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr, außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. Natürlich, ich will auf jeden Fall noch was fragen. So. Das dann, ne? Also alles andere, das sind schlechte Sachen. Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer, der das Labor verwüstet hat? Er ist sehr stark. Er hat die Energie, die er dem Kreis entzog, vollständig kontrolliert. Vielleicht haben wir es bald mit einem neuen Wilgefortz zu tun. Mit wem? Egal. Es gibt da etwas, das ich euch gern beibringen würde. Was denn? Hast du ja schon, oder? Lady. So, besser kommt einfach Twist. Okay, sehr schön. Level up. Nee. Doch, yay! Warte. Also da will ich jetzt nicht hinten Kermoran, die Karte interessiert mich auch nicht. So, diese Verteidigung. Ich sollte entweder mit Triss oder mit Wesemir reden und dann zu Leas Beerdigung gehen. Okay, Berengars Geheimnis. Außer meinem Begleiter aus Kaer Morhen lebt noch ein anderer Hexer, Berengar. Er hält sich von der Bruderschaft fern. Zur Zeit des Angriffs befand er sich nicht im Schloss. Was hat er zu der Zeit gemacht? Wer ist er?
Sollte ich ihn jemals treffen, so werde ich ihm diese Fragen stellen. Ja, die Quest wird uns wahrscheinlich etwas länger beschäftigen. Geralt, können wir gehen? Moment. Ich würde gerne ein paar Sachen fragen. Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Dazu müsste ich euch untersuchen. Es kann durchaus sein, dass euer Gedächtnis von allein zurückkehrt. Wie groß ist die Chance? Das ist schwer zu sagen. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, was den Gedächtnisverlust ausgelöst hat. Tja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Geralt, können wir gehen? Wenn du das noch ein paar Mal fragst, wird zu nichts. So, der Diebstahl, welche Folgen könnte er haben? Der Diebstahl. Welche Folgen könnte er haben? Die meisten Zauberer und Herrscher würden ihre habgierigen, machthungrigen Seelen verkaufen, um an diese Mutagene zu kommen. Nur ein Meister der arkanen Künste kann etwas mit diesem Wissen anfangen. Von ihnen gibt es nicht mehr viele. Was ist mit wohlhabenden Kaufleuten, Herzögen, Königen? Vielleicht. Alles ist denkbar. Aber wir vergeuden nur Zeit mit derlei Spekulationen. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt. Geralt, können wir gehen? Boy, jetzt hab dich nicht mal... Also, hab dich mal nicht so. Ich würde sagen, wir gehen. Wir sollten Wesemir nicht warten lassen. Dann kommt. Sie wollten mir zwar noch irgendwas zeigen, aber anscheinend hat sie das schon wieder vergessen. Naja, sie hat uns vorher wahrscheinlich auch was gezeigt. Also, von dem her passt das schon. Er war noch so jung. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küstenthema. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss. Mit dem Zauberer zu gut drauf. Es gelang den Räumen, Geheimnisse zu stehlen, welche die Hexe jahrhundertelang behütet haben. Ihr Anführer, ein serikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold als zu mächtig. Die Hexe begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen alle Himmelsrichtungen auf. Geralt von Riva ging südwärts nach Vysima. Ich dachte, ich muss nach Temerien. Oder wie das heißt. Oh, das Spiel wird so riesig. Ich habe jetzt schon Angst. Ich könnte mir die Anfangsgeschichte immer wieder ansehen. Also den Anfangstrailer, den Einstieg, könnte ich mir immer wieder ansehen. Und dann denke ich mir, ich muss ein Let's Play machen. Das geht nicht. Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück.
Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Oh, verflucht. Was zur Hölle? Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Hallo? Okay, stopp. Wir werden gleich sterben, wenn das weitergeht. Ah, sehr schön. Was war denn das? Magie, sicherlich. Die Bestie. Die Bestie. Geralt, seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Ted Teriad, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Hen-Ichea, aus einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Psst, nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Ja, ich wollte endlich mal zu Wort kommen, weil ich komme ja gar nicht mehr. So, wir sind jetzt in... Ich habe den Namen vergessen, verflucht. Ich habe keine Ahnung. Ich frage einfach. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Sie haben jemanden getötet, den ich mochte, und mir etwas gestohlen. Das kann ich euch nicht sagen. Ja. Sie haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Ich auch nicht. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen.
Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Ja, rede nicht so viel, der arme Junge da im Hintergrund, der stirbt schon fast. Der wälzt sich da im Dreck, ja, da könnte auch mal reingemacht werden. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran-Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Aha, sagt mir Bescheid, ich komm mit. Und was wird aus Alvin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Seine Mutter! Wir haben seine Mutter gerettet! Die wird ja wohl ihren eigenen Sohn wieder nehmen! Ich hoffe, dass das nicht seine Mutter war, aber ich glaube schon. Also, warum auch nicht? Also, er holt seine Mutter wieder her, die habe ich ja nicht umsonst gerettet. Wir sprechen uns noch. Ach Gott, so, das sind wir schon mal. Achso, wir haben jetzt... die Spur... ich sollte den geistlichen bezüglich der Salamander fragen. Okay, ein bisschen Platz habe ich noch. Huch, es gibt aber ziemlich viele Überreste. Was? Hier liegt auch einer. Nein! Da gehe ich wahrscheinlich hinaus. Das will ich jetzt dann nicht. Pfui, das sind viele Leute. Lagerfeuer. Linksklick auf Lagerfeuer zu um den Meditationsmuster zu wechseln. Meditiert an brennenden Lagerfeuern. Das Feuer wird sich selbst entzünden. Selbststetig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstand verfügt. Wenn ihr keinen Feuerstand habt, wirkt das Zeichen Ignina. Das kann ich leider nicht. Da ist auch eine Feuerstelle, aber die ist auch nicht angezogen. Simmer! Yay! So, ich werde jetzt einfach mal regeneriert, wie ich sehe. Sie kann auch verkauft oder verschenkt werden. Was bringt Bier? Kann man nur betrunken werden, oder? Regeneriert Ausdauer, kann auch verkauft werden. Kann okay. Was? Vitalität. Beschleunigt vorübergehend die Regeneration der Vitalität. Warum nicht? So. Tor, Söldner, Kräuterkunde, Söldner, Gasthauseingang, Fass. Ich würde sagen, wir setzen uns hin und werden einfach mal ein bisschen was killen. Wir haben ja 6, Alter, wir haben 6 Punkte. Jetzt wird natürlich interessant, was wir skillen. Sinn macht's meiner Meinung nach. Ja, die Hexerzeichen wären interessant, aber wir haben ja das noch nicht. Von dem her können wir es auch noch nicht skillen, ja. Finde ich schade. Wir können natürlich hier bei Art ein bisschen weiter skillen. Aber ja. Okay, die Frage ist natürlich, inwiefern sich Intelligenz hier auswirkt. So. Ach, du heiliger Mist. Ja, ich habe ganz vergessen, dass das so ein monströser Baum ist. Und den ich absolut hasse. Ich hasse. So. Gewandtheit. Stärke wäre natürlich auch interessant. Schaden plus 5, Parieren plus 5, Vitalität plus 25, Blutresistenz plus 5, Niederschlag plus 5. Und hier? Das will ich nicht. Angreifen plus 5, Ausweichen plus 5, Blenden plus 5 und ein Esch plus 5. Also jetzt immer die Resistenzen. Ich nehme das einfach mal mit. Geralt hätte die Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Das finde ich ganz cool. Parieren plus 10. Schaltet alle Bewegungen im Faustkampf frei. Das kommt sicher auch mal. Ausdauer.
Ausdauer plus 2, Ausdauerregeneration plus 5, Giftresistenz plus 5. Ich nehme das mal mit. Dauer eines Alkoholrausches minus 50% haben wir noch nie gehabt. Anscheinend erhöht der Alkohol die Ausdauer. Ermöglicht es Geralt, einige Zutaten direkt zu verzehren, statt Tränke daraus zu brauen. Unverzehrte Zutaten reagieren mit die 20% erhöht, dabei jedoch die Toxizität des Körpers. Okay, das könnte man noch pushen. Ausdauer, okay. Sagen wir nehmen noch ein bisschen, ermöglicht Geralt Tränke herzustellen, das kennen wir ja schon, ne? Was ist das? Das Zeichen Intensität plus 100%, wirkt nur während der Mond aufgeht, okay, ist unwichtig. Schaltet Stufe 2 von Zeichen frei, das heißt, so jetzt verstehe ich das System. Zeichen Basisintensität plus 10, schaltet Stufe 3 frei. Jetzt können wir natürlich auch hier, weil es hier etwas killen. Aber wie gesagt, ist noch nicht so interessant. So, das Silberschwert ist noch nicht so ganz interessant. Was können wir denn hier? Bluten plus 5, Schaden plus 20% wirkt nur, wenn Geralt weniger ist. Okay, das will ich nicht. Besteht aus 2 Hieben, Schaden 40 bis 80, weil die Rüstung ist, was ich das nehme ich auch mal mit. Das habe ich letztes auch schon mal erwähnt. So, wirkt nur, wenn Geralt weniger als 5. Das will ich alles nicht. Vielleicht kann man bei Stärke noch was. Ein bisschen durch die. Also immun gegen Schmerz wäre ganz cool. Wirkt nur, wenn Geralt Alkohol betrunken ist, dann will ich es nicht. Naja, es macht Sinn, ein bisschen durch die Gegend zu skillen. Die Zeichen an sich. Wieso sollte ich mir für die Zeichen was aufheben? Ist ja egal. Ja, aber am Anfang muss ich ja sowieso auf verschiedene Sachen skillen. Und Silberschwert habe ich noch keines, von dem her kann ich das jetzt mal vernachlässigen. Später werden wir es dann auf jeden Fall noch brauchen. Präzisionstreffer, Schaden plus 20% wirkt nur, wenn Geralt mit mindestens 3 Gegnern kämpft. Aber das kommt nicht so oft vor. Schmerz. Was? Wirkt nur, wenn der Gegner weniger als. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Gegner verlieren ja dadurch also Leben. Und wenn sie dann bei 25% sind, sind sie noch schneller tot. Warum auch nicht? Oder Schmerz plus 30, aber das ist auch okay. Schmerz plus 15 ist. Schmerz ist ja so irgendeine Fähigkeit oder so, ich habe keine Ahnung mehr. So, Chance auf Lähmen. Ich nehme das noch mit, oder? Oder das? Okay, die Frage ist das oder das? Ich nehme einfach das noch mit. Dann haben wir da auch was. Wir müssen nur eine Stunde meditieren. Ich würde aber trotzdem gerne bis zum Morgengrauen meditieren. Weil mitten in der Nacht, hey. Mitten in der Nacht will doch keiner da sein. So. So macht das Ganze schon ein bisschen mehr Spaß. Ein Reisender, hallo. Die Leute erschaudern beim Gedanken an die Bestie. Mir ist selbst schon ganz schlecht. Na toll. Söldner? Das ewige Feuer beschützt keine Sünder. Tut Buße. Okay. Und da liegt er. Kann ich das Tor öffnen, ohne dass er... Das ist jetzt late. Abgeschlossen. Vielleicht ist das die Frau, ne? Nee, das war doch die andere. Die ist hier reingerannt. Ich hab's genau gesehen. Wir warten auf Hilfe vom Orden der Flammenrose. Misimas Tore sind geschlossen. Ja? In der Gruft hausen Ungeheuer. Ich guck mich mal in den Fesseln um. Weil... Dann einfach ein paar Sachen verkaufen. Gibt's bei The Witcher nicht Ruhe? Ich bin mir da nicht so sicher. Verdammte Bluthunde. Man nennt sie Barguest. Ich hoffe, ich werde nie einen treffen. Genau wie ich. Meidet die Bettler. Sie tragen die Pest in sich. Ich bin Hexer. Ich bin immun gegen Pest. Heute kommt ich aus. Ich werde mir sparen. Speichere mal. Ja, ich habe das Speichern jetzt eigentlich von Dings übernommen. Wie heißt das? Tixmaster Städter.
Seid gegrüßt. Ihr eben. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot, doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Nur kurz, ja, also mit dem können wir endlich Handel treiben. Yay! Es ist Pest, solche Krankheiten sind nicht immer schlecht, das kommt immer dran, welchen Beruf man gerade ausübt. Totengräber zum Beispiel ist das sicher ganz praktisch, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht ansteckt. Aber auch Apotheker, der was eben nur Tränke verkauft und sich jetzt nicht um die Kranken kümmert, ja, der verdient sich auch ganz gut dabei. Ich meine, die meisten Leute, wenn man es jetzt von der Zeit rechnet, haben nicht das Geld, um sich sowas zu kaufen, aber trotzdem. Vielleicht kaufen sich's die Reichen für Freiburger. Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Ja. Lebt wohl. So. Oh, ich hätte noch mit dem reden können. Oh, vergessen. Leben in der Armee ist... So, ich frage jetzt noch den Typen. Dann öffnen sich Visimas Tore. Stadt und Pest vertragen sich nicht. Wie lange muss ich warten? Sie gehen auf, wenn die Pest vorbei ist. Eine Woche, ein Monat. Sind die offen? Was? Ja, ich war noch nicht fertig, mein Junge. Erzählt mir von der Bestie. Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Ja, scheint eine gute. Banditen, Umland und so? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Visima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Na, dann was? Frage ich halt den Geistlichen. Anscheinend kann mir keiner was erzählen. Zeig die Waren! So, ich kann dem ja einen Haufen verkaufen. Ihr habt das bereits, ja, der will das nicht kaufen. Nö. Ich behalte alles. Ich will mir sparen. So, haben wir jetzt. Hier ist noch ein Schmied mit einem sehr, sehr langen Bart. Okay, ist Zwergenschmied, aber. Nein! Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Ah, Hinweise. Linksklick auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechtsklick auf das Anzeigensymbol und schaltet neue Quest frei. Sucht nach weiteren Anschlagtafeln, um zusätzliche Quests zu bestreiten. Ja, na klar. Beginnt den Vertrag eines Hexers. Also, der Bug ist Vertrag. Der Ertrunkenen-Vertrag, der Ghoul-Vertrag und der Haftbefehl. Nehme ich alles mit. So, das darf ich nicht vergessen, dass ich da jetzt... Ja... Der Ertrunkenen... Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen Fluss so wahrnimmt. Bedingungen für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Besten getötet wurden. Bringt ihre Gehirne. Fragt nach dem Geistlichen. Um diese Frage zu erfüllen, ist der ertrunkene Eingang im Bestiarium. Ist der ertrunkene Eintrag im Bestiarium erforderlich. Okay. Der Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Kalkstein, der Alchemist. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der Ghoul-Eintrag im Bestiarium erforderlich. Okay. Haben wir schon.
Buch der Schwalbe, Schriftform mit der Formel für eine Reihe von Hexertränken. Das Buch der Schwalbe, Weiße Möwe, halluzinogen und hochwertig alchemistischer Grundstoff. Schwalbe erhöht die Vitalitätsregeneration. Katze ermöglicht Nachtsicht. Schneesturm verbessert Reflexe im Kampf. Nekrophagenöl. Waffenüberzug erhöht Schaden gegen Nekrophagen. Okay, hätten wir das auch gelesen. Das heißt, das könnte ich theoretisch... benutzen, um Gegenstand ganz wegzulegen. Das probiere ich mal mit das andere dann später aus. Der Schild eines Bargästes. Es gibt Kaufleute, die so etwas mit Freuden kaufen. Ja, der anscheinend nicht. Fruchtbringerüberblick habe ich gelesen, Der Bargästvertrag. Tapferer Mann, dringend gesucht. Wer mir 10 Bargästschädel bringt, erhält 100 Oren. Abigail, die Kräuterkundlerin. Nehme ich sofort an, hier habe ich nämlich schon. Waffenausbaustufe könnte ich nehmen, will ich aber nicht. Haftbefehl. Ein Haftbefehl für den Professor. Haftbefehl. Hiermit geben wir bekannt, dass der Mann, der sich Professor nennt, zahlreiche Verbrechen gegen die Krone schuldig ist. Darunter folgende und viele weitere Missetaten. Mord, Tätigkeit, Widerstand gegen Staatswache und Offiziere sowie andere Vergehen gegen des Königs Untertanen. Wer ihm Unterschlupf gewährt, macht sich der Beihilfe an seinen Verbrechen schuldig. Daher ist es Pflicht eines jeden Untertanen der Krone, zur Verhaftung dieses Mannes beizutragen. Hiermit setzen wir eine Belohnung von 1000 Orens für denjenigen aus, der diesen Mann, der uns Süd vergibt, tot oder lebendig. Das sind mir die Liebsten. Im Namen seiner Majestät, König Voltest, Vincent Mais, Hauptmann der Stadtwache. Den nehme ich sofort an. So, das ist ein Questgegenstand, den kann ich benutzen. So, Gasthaus, da will ich noch nicht rein. Theoretisch hätten wir alles. Und so schade es eigentlich auch ist, ja, ich würde auch gerne noch weiterspielen. Aber der liebe Herr, der... ja. Ich sollte mich sputen. Ja, wäre eine gute Idee. Spute dich, mein Junge. Ja, wir werden... also ich werde die Aufnahme jetzt mal beenden. Wir haben jetzt eh schon wieder eine gute Stunde gespielt, mehr sogar. Und das artet schon wieder in Stress aus, weil ich jede Woche eigentlich ein Witcher-Let's Play machen muss. Ein Let's Play nehme ich auf und das ist auch eine Folge. Das heißt, ich muss mir jede Woche mindestens mal eine Stunde Zeit nehmen, um das Witcher-Let's Play aufzunehmen. Wäre praktisch natürlich, wenn ich mehrere Stunden gleich mal aufnehmen könnte, dann hätte ich schon mal für ein paar vorproduzieren, was dann den Zeitdruck ein bisschen trüben würde. Und ich sehe gerade da drüben, hier oben, gibt es die Sonne. Das finde ich ganz cool. So, der Ort ist sicher, ich verstehe nicht, wieso die Leute so tragisch sind. Hier ist das Tor zu, das ist offen, also das ist sehr, sehr strange. Okay, also wie gesagt, also ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Ich find's echt cool. Und das Coole mit der Amnesie ist auch, dass wir ja durch jetzt einige Sachen lernen, weil sonst müssten wir die Leute immer wieder fragen und das wäre dann vom Logischen her eigentlich sinnlos. Wenn wir die Leute natürlich fragen würden, obwohl der Charakter ja das so weiß. Da Geralt eine Amnesie hat, also ein paar Dinge vergessen hat, alles. Finde ich das ganz cool und ganz logisch. Gut. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe immer natürlich Spaß, immer wenn ich spiele, weil die Spiele, die ich auch suche, sind die Spiele, die mir Spaß machen, von dem her habe ich immer Spaß. Also ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Baba.